letzten Endes meistens nach 7 Kontakten kauft er. Wenn er nach 7 oder nach 10 Kontakten immer noch nicht gekauft hat, hoffnungsloser Fall. Der Sinn ist also, aus diesen 97 Leuten, die gehen, werden sich eine gewisse Zahl diesen Gratis-Report runterladen. Wie viele? Von 97, die gehen, sagen wir mal, fangen wir klein an, 20. 20% tragen sich in diese Freebie-Geschichte ein. Heißt also, von 100 Besuchern auf der Website haben wir nicht an 3 verkauft, sondern haben an 20 Leute den Gratis-Ratgeber rausgegeben. Von diesen 20 Leuten, die hier kaufen, kriegen wir über die 7 Kontakte, über die Weile, die Hälfte dazu dann zu kaufen. Dann sind wir plötzlich hier bei 10 Leuten, die das E-Book gekauft haben. Haben wir aus den 100 Besuchern, also 100 Besuchern, die aber eigentlich nur 3 gekauft hatten, schon 10 Käufer gemacht. Das sind die Verkäufe von 3, irgendwas facht. Dadurch, dass man einfach nur gratis was weggibt und E-Mail sammelt. Also am Ende aus 100 Besuchern auf 10. Es sind jetzt gerundete Werte, einfach schön, damit es schön zu rechnen ist, hat man 10. Manchmal hat man 8, manchmal hat man 15. Je nachdem. Das heißt einfach, statt die Leute auf eine Webseite zu schicken, friss oder stirb, also kauf oder geh, oder was gratis geben, weil wir alle lieben es, wenn wir gratis was bekommen. Speziell wir Deutschen wollen immer alles geschenkt haben. Deswegen, gebt den Leuten, zeigt denen, wer ihr seid und was ihr habt. Gebt ihnen was gratis, die freuen sich. Und schon habt ihr am Ende, wenn es nur bis hierhin geht, mehr verkauft. Wie das Ganze funktioniert und aufgesetzt wird, kommen wir noch dazu. Dann als nächstes, das heißt ja Marketing Funnel. Dann geht es weiter, wenn der Kunde bei euch ein E-Book gekauft hat oder was auch immer ihr als erstes Produkt anbietet. Also nicht den E-Book-Fokus, sondern die erste Lösung, die er gekauft hat. Und plötzlich sagt der Mensch, das E-Book habe ich gelesen, ich weiß jetzt, wie man Geld im Internet verdient, ich weiß, einige von euch haben mein E-Book gelesen, haben sicherlich auch was gemacht und sind trotzdem hier.